Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventures Mystery Escape The Puzzle Quest. So, ich habe mir jetzt mal kurz ein bisschen Hilfe besorgt, weil allmählich geht mir das Rätsel ein bisschen auf den Keks. So, warte mal, wir machen das hier mal alles eben raus. Aber anscheinend habe ich hier alles falsch gemacht. Das muss. Warte mal, wo ist denn hier das T? Gottes Namen, die haben das ganz anders gemacht. Die haben das alles völlig. Wo ist denn diese verschrubbelte Teil hier? Das ist hier. Ist das? Nee, das ist es gar nicht. Das verschrubbelte Teil ist hier oben. Oh Gott, ist doch nicht dein Ernst. Da bin ich doch nie, da wäre ich niemals drauf gekommen, dass das Teil dahin gehört. So, die gehen dahin. Okay, das Teil kommt hierhin. So. Das L kommt hierhin. Und das. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass man die da auch oben raufpacken kann. Einige Lösungen sind nicht wirklich sauber. So ist es auch mit dem Leben. Ja. Eins erledigt, gut weiter so. Und das war ja gut. Eine Folge an ein Teil verbracht. Aber sie werden immer schwieriger. So ist das nun mal. Es gibt eine überraschende Anzahl von Laserfallen in der Welt. Ja, wir haben jetzt hier grün. Grün haben wir. Okay. Okay. Geschafft, super. Gut, sie schnitzen neue Nervenbahnen in ihr Gehirn. Ich fühle mich ein bisschen schlauer. Toll. Zweites Risiko gelöst. Hussa! Diese blöden brennenden Häuser. Auf den Keks. Brennende Häuser sind nichts für mich. Ach ja, diese dummen Wachen. Wenn sie jemals erfahren, wie sie Captain Kettenbottom nicht gewachsen sind. Ah, Alter, das ist übrigens der dümmste Name. Mit Absicht, my lady. Es ist vom Vorteil, unterschätzt zu werden. Okay, also, wir haben hier zwei Wachen. Greta und. Mister, ich habe bloß ein Auge. Mister, ich guck böse, steht da oben und Jack Sparrow ist da in der Ecke. Gut, wir könnten hier rein und hier wechseln. Okay. Wir müssen ja wahrscheinlich erstmal die beiden da jedes Mal weglocken. Das heißt, den könnte ich vielleicht hier machen. Dann könnte ich vielleicht mit etwas Glück, wenn ich den da oben weglocke. Nein, oh, den in der Ecke habe ich vergessen. Das war nicht so schlau. Also hier vielleicht irgendwie rein, aber doch, das geht. Nein, der ist für dich dran. Das habe ich auch nicht gesehen. Also, wir könnten den aber erstmal von der Ecke weglocken. Boop, boop. Oh, das ist ungünstig. Okay. Jetzt kommen wir hier raus. Wir haben den da oben. Hallo. So. Oh, das ist ungünstig. Ja, das ist wirklich ungünstig. Das hätte ich mir vielleicht besser überlegen sollen. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hier rein. Gar keine Frage. Aber jetzt haben wir den gleich unten. Und da kommt mir Greta gleich entgegen. Und wenn Greta mir entgegenkommt, ist hier gleich heiler von Dosen. Ich meine, ich könnte die natürlich erstmal hier hinlocken. Da könnte ich den hinlocken. Den könnten wir erstmal nach oben. Da haben wir jetzt ja erstmal alles frei. Ja, aber das wird auch schwierig, weil der Kollege ist auch noch da.
Das heißt, entweder müsste ich dahin, aber dann erwischte mich gleich. Der erwischte mich auch dann gleich. Wir müssten den vielleicht nach unten locken. Den Kollegen müssten wir eigentlich wieder nach oben locken. Ha. Weil der müsste ja erstmal. Der Kollege, der kann erstmal da bleiben. Das interessiert mich ja relativ wenig. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass Greta jetzt gleich runterkommt. Greta sitzt jetzt hier. Jetzt könnten wir natürlich hier die hier machen. Aber da haben wir ja hier Mr. Jack Sparrow. Warte mal, wenn der da oben weiter sitzen bleibt, dann hätten wir hier. Dann hätten wir hier. Also wenn wir rauskommen, kommt er schon mal nach da. Wenn wir darüber gehen, kommt er schon mal nach da. Ist also auch schwierig. Das heißt, wir müssen den vielleicht erstmal hier hinlocken. Okay. Greta, bitte fress es sich. Das heißt, wir müssten erstmal eben gucken, dass wir den da hinlocken. Ja. Upsala. Wir müssen. Den hier reinloggen. Aber wie kriegen wir Greta da weg? Und ihn hier. Er wird problematisch. Weil er kriegt uns denn ja. Also egal wie rum wir das drehen oder wenden, den kriegen wir da unten nicht weg. Palüm, palüm. Hi. Na, hast du heute frei? Du, Ja. ich bin gerade übrigens live, ne? Hallo. Hi. Du bist so leise. Warum bin ich leise? Weiß ich nicht, du hörst dich auch so echomäßig an. Also den Typen könnten wir. Oh, nee, okay. Das hat schon mal nicht funktioniert. Wir können den hier nach unten locken. Komm her, ran auf den Meter. Super. Den können wir dann nicht weglocken. Weil sobald wir da runterkommen, hat uns der. Greta würde den hier rausschießen und Sparrow. Sparrow. Ja. Der würde uns auch gleich umbringen. Also wenn ich jetzt nach unten gehe, nach oben schaffen wir nicht. Wenn ich hier unten lang gehe, kommt Greta hier lang. Greta würde da lang kommen. Warte mal. Greta. Greta. Komm mal ran auf den Meter. Danke. So, Greta ist jetzt erstmal weg. Wir haben erstmal das wegschnabuliert. Dann können wir Mr. Jack Sparrow da oben. Hier erstmal weglocken. So. Oh. Mr. Jack Sparrow müsste denn aber nach unten. So. Aber dann kommt er uns hier hinterher. Wir probieren das aber jetzt mal aus. Okay. Das hat aber funktioniert. So. Und jetzt müssen wir da rüber. So. Wir haben sie aber gekriegt. Das ist schon mal hervorragend. Seien Sie schnell und bewegen Sie sich leise und immer lächeln. Das Leben ist ein Abenteuer. Conroy, sagen Sie ihr nicht, sie soll lächeln. Wie sieht es mit der Outdoor-Überlebensfähigkeit aus, Sam? Ziemlich gut, schätze ich. Ich kann jagen, ich kann navigieren, ich kann an Schutz bauen. Können Sie segeln? Überhaupt nicht. Ich hasse Wasser. Wir sollten ein Segelrätsel einbauen. Rachel hatte eines. Zu spät. Die Bücher sind schon geschrieben. Oh nee, das ist wieder dieses blöde Rätsel. Diese Zahnräder sind von dem Bulldozer, den wir an einer Ausgrabungsstätte gefunden hatten. Wir rannten, um Schutz vor einem Hurrikan zu finden. Ah ja, gut. Ich meine, wir könnten natürlich diese Ecke so gut wie es geht hier wegmachen. Das machen wir erstmal, damit wir die schon mal weg haben. So. Dich könnten wir so rum machen, dann hätten wir dich aber frei. Warte mal.
Dich könnten wir auch so rum machen, aber dann müssten wir. Ich meine, klar, wir könnten den natürlich hier so rüber machen. Dich könnten wir hier oben lang legen. Oh. Also vielleicht so. Aber dann hätten wir dich wieder frei. Dann könnten wir dich nach unten. Ah, dann hätten wir den aber auch frei. Ja, Rätsel, Spaß für die ganze Familie. Yippie. Verrückt werden. Super. Super. Wir könnten dich so verbinden. Dann hätten wir den da oben aber wieder. Also auch wieder problematisch. Dich müssen wir anders verbinden. Aber wir könnten mit denen da lang gehen. Dann könnten wir hier sagen, du pass auf, wir gehen hier rum. Oh ne, dann haben wir den ja wieder frei. Okay, also das hier ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Warte mal, was ist denn, wenn wir... Das so machen. Den könnten wir so verbinden. Dich könnten wir. Ja, jetzt wird es aber schwierig. Ich meine, den könnten wir gerade. Warte mal, den könnten wir gerade hoch machen. Dich könnten wir so machen. Ah! Ja, geschafft. Supi! Das hat Spaß gemacht. Es erinnert mich an einen Powerflower. Haben Sie das gespielt? Ich habe keine Zeit für Spiele. Wow, okay, tut mir leid. Sie müssen Burns entschuldigen. Er wird melancholisch. Erzählen Sie uns von Ihren Freunden, Sam. Die Details, die wir haben, sind ungenau. Sideshell ist mein Laborpartner in der Klasse von Mr. Sparks. Turner ist lustig. Wir schätzen viel. Ich weiß auch nicht. Ich bin meistens alleine. Ich lebe weit weg von der Schule und habe viele Arbeiten zu erledigen, plus Hausaufgaben, plus ein Teilzeitjob bei Pack and Save. Okay. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wir sollten weitermachen. Zwei weitere Rätsel, treffen Sie Ihre Wahl. Ah, das wird auch wieder schlimm. Ach nee, das ist das, okay. Wir haben gesehen, wie Variationen dieses Rätsel Laternen, Sprengstoff und Hunde verwendet haben. Und einige Hunde trugen Sprengstoff. Oh, Mann. Nicht die Hundis umbringen. Ist voll gemein. Und den hier? Den hier? Den hier? Den, oh, hoppla. Man sollte auf den richtigen Knopf drücken. Bup, fertig. Super. Perfekt. Ihre Crew hat ihre Fähigkeiten, aber sie sind Problemlöser. Das ist wertvoller als Gold. Dieser Mr. Sparks. Ist er Ihr Tutor, Sam? Mein Lehrer für Naturwissenschaften an der Grand High School. Oh, ich dachte, Sie leben in einem Palast. Ha, das ist lustig. Ich lebe im Grund und Boden in einer Scheune. Oha. Warum lebt sie in einer Scheune? Was ist denn? Sie haben Angst vor giftigen Kreaturen, richtig? Ich kann nicht mehr lesen. Ich hasse Spinnen. Vielleicht sollten Sie heute Abend vor Ihrer Reise drum kümmern. Mein Freund Turner bringt Insektenspray. Mein Freund Turner bringt Insektenspray. Gutes Deutsch. Ich würde mir das ausleihen. Okay, dieses Rätsel ist ja wieder dieses blöde Teil, wo man erst die Kugeln treffen muss. Oh, das war vielleicht ein bisschen hoch. So, und dann runter. Runter, runter, runter. Der ist schon mal fertig. Dann könnten wir rot machen. So. Nee. Warte mal. Jetzt müssen wir da einmal Bogen schlagen.
hoffe, das geht trotzdem. So. So. Den dadurch. Ich meine, wir können natürlich auch unten durch. Wir können auch unten durchgehen. Ist egal. So und nach unten. So. Dann können wir jetzt blau machen. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Ja. Sorry, ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit das Klicken. Das Klicken der Maus. Das Klicken der Maus. Ah, man kann das auch wechseln. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, oh, das war knapp. Das wäre fast schief gegangen. So. Nach oben, nach oben, nach oben. Zur Seite. Nach oben. Zur Seite. Und nach oben. Yay, geschafft. Nächstes Rätsel durch. Na also, nichts zu fürchten. Yay, okay. Buch 3 ist fertig. Weitere Geheimnisse bitte. In 16 Minuten sollte ausreichen. Jetzt erzählen Sie sowieso noch ein bisschen was. Erzählen wir dem Mädchen alles. Sie ist stark genug. Nein, wir haben uns auf ein bestimmtes Protokoll geeinigt. Sie sind zu vorsichtig, Professor. Sie wird sich sowieso nicht an uns erinnern. Ich bin genau hier. Machen wir alle eine Pause. Treffen wir uns wieder, bevor Sam mit dem nächsten Buch beginnt. Ich hole Kaffee. Oh ja, das ist eine wundervolle Idee. Aber meine Kaffeemaschine kalt gerade. Alles klar, Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.